die Offenbarung einer wunderbaren Person, eins. Jesaja 9, Vers 5. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter, und man nennt seinen Namen. Wunderbarer Berater, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Matthäus 1, Vers 23, siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden seinen Namen Emmanuel nennen, was übersetzt ist, Gott mit uns. Worte des Dienstes. In den Evangelien haben wir die Offenbarung einer wunderbaren Person. Diese Person ist der ewige Gott, derjenige, der im Alten Testament mit dem Namen Jehova bezeichnet wird. Er ist der Schöpfer des ganzen Weltalls und des Menschen. In 1. Mose 3, Vers 15 prophezeite er, dass er eines Tages ein Same der Frau werden würde. Diese Verheißung blieb bis zum Ablauf der ersten 4000 Jahre der menschlichen Geschichte unerfüllt. Dann kam der Herr Jesus als der Same der Frau. Er kam als der im Mutterleib einer menschlichen Jungfrau empfangene Gott, der allmächtige Gott, der ewige Jehova, der Schöpfer des Weltalls, wurde im Mutterleib einer Jungfrau empfangen und von dieser Jungfrau geboren, um eine Person mit zwei Naturen, der göttlichen und der menschlichen Natur, zu sein. Dies bedeutet, dass er als der Gott-Mensch geboren wurde, als derjenige, der sowohl der vollständige Gott als auch ein vollkommener Mensch ist. In ihm sehen wir Gott mit seiner göttlichen Natur und mit seinen göttlichen Eigenschaften. In ihm sehen wir auch einen Menschen in der menschlichen Natur und mit allen menschlichen Tugenden. Deshalb können wir in dieser Person sowohl den vollständigen Gott als auch einen vollkommenen Menschen sehen. Fortsetzung folgt.